Hi Leute, hier spricht Samuel von Instinct Learning. Ihr kennt mich wahrscheinlich als Parandroid und genau, ich wollte euch heute mal erklären, wie ihr Instinct Learning benutzt, wie der ganze Ablauf ist. Ist eigentlich ganz einfach und dauert nur ein paar Minuten. Das Erste, was ihr machen müsst, ist uns natürlich kontaktieren. Und dann wird in dem Gespräch herausgefunden, wie euer Lehrplan zusammengestellt wird, also sprich welcher Lehrer für was und eben das Lehrmaterial, sag ich mal, wird an euer Wissen angepasst. Das ist einer von den Vorteilen von dem System. Und dann, wenn ihr euch entschieden habt und der erste Termin ausgemacht ist, kann sich um die technische Seite des Ganzen gekümmert werden. Das Ganze funktioniert bei uns über Google Hangouts. Das haben wir gewählt, weil wir einige solche Services ausprobiert haben, bezahlte Services, aber auch solche Sachen wie Skype und so weiter. Also auch Cisco Systems, IBM und so weiter, alles abgeklappert. Letztendlich ist rausgekommen, dass Google Hangouts eine verdammt gute Audioübertragungsqualität hat im Vergleich zu vielen anderen Anbietern. Also brauchst du auch ein Gmail-Konto. Mit dem Gmail-Konto kannst du dann die Stunden nehmen. Wenn du schon eins hast, super. Wenn du noch keins hast, kannst du eigentlich ganz schnell eins machen. Und hier über Google Hangouts läuft das Ganze dann ab. Das bedeutet, wir können Sound schicken. Also ich bin hier in meinem Projekt, ich kann den Sound von meinem Projekt rüberschicken. Und umgekehrt auch. Ich kann hören, was du machst, du kannst hören, was ich mache. Natürlich kannst du auch gleichzeitig hören, was ich spreche. Und mein Bild wird rübergeschickt an dich, sodass du wirklich nachvollziehen kannst, was ich tue. Dann läuft das auch wieder vice versa ab, sprich, ich kann dir auch zuschauen, falls es mal Probleme gibt, du Probleme in der DAW hast, in dem Programm kann ich dir beim Arbeiten direkt zuschauen, kann Einstellungen dir in Echtzeit praktisch sagen, wie man sie einstellt und so weiter. Das macht den ganzen Ablauf recht praktisch. Genau. Dann natürlich, bevor die Stunden ausgemacht werden, müsst ihr natürlich euch um die Bezahlung kümmern. Wir haben gerade noch bis 1. April eine Aktion, wo wir 10% off haben vom normalen Preis. Und sobald das Geld bei uns eingegangen ist, wird euch euer Termin dann bestätigt und dann kann es auch mehr oder weniger losgehen. Also letztendlich, was ihr braucht, ist an Hardware-Zeug ein Computer in irgendeiner Form, also kann ein Mac sein, kann auch ein Windows-basierter Rechner sein. Dann irgendeine Form von Mikrofon, sodass wir euch hören können. Das kann von einer Webcam sein, von einem Headset oder einfach das Mikrofon von eurem Laptop. Dann, genau, dann braucht ihr natürlich eine DAW. Reicht auch eine Testversion. Ihr könnt euch eine Testversion von Cubase oder von Ableton holen, je nachdem, was ihr wo lernen wollt. Ich persönlich würde euch Cubase ans Herz legen. Ansonsten ja, braucht ihr nur einen Gmail-Account und dann seid ihr ready to go. Das Gute an so einem Unterricht ist halt, dass es eben maßgeschneidert ist. Das heißt, wir können wirklich euch genau das lernen, was ihr auch lernen solltet. Sprich, wenn ihr schon erfahrener seid, erfahrene Techniken und falls ihr ganz am Anfang steht, wirklich Beginner-Techniken, die wir euch auch gerne erklären. Das war's soweit von mir bezüglich des Themas. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei instinctlearning.com on Facebook vorbeischaut. Da haben wir eine Facebook-Fanpage, die lautet instinct-learning.com. Ihr könnt natürlich auch direkt auf Instinct Learning schauen. Die Website wird jetzt dann gemaintained, aber sie ist soweit funktional. Also anschauen könnt ihr sie euch auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und wenn ihr auf unserem Instinct Learning Kanal subscribt, ihr könnt natürlich auch rüber zu Parandroid dort subscriben. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis bald. Entweder wir sehen uns auf einer Party oder anderweitig, vielleicht sogar beim Lernen. Bis bald, tschüss.